Hier ein Update aus der Freien Christengemeinde Linz bezüglich dem Covid-Cluster. Seit Donnerstag beschäftigen wir uns mit Falschmeldungen in den Medien. Donnerstag wurde ich angerufen vom Gesundheitsamt, dass wir einen Fall hätten. Interessanterweise hatten wir noch gar nicht begonnen mit Gottesdienste. Der Name war uns auch nicht verständlich und so hat sich bald herausgestellt, dass es ein Irrtum war. Frau Dr. Aigner aus dem Gesundheitsamt hat sich auch dafür entschuldigt. Am nächsten Tag in den Medien hat es aber wieder auch anders ausgeschaut. Wir wurden direkt mit einem Cluster in Verbindung gebracht. Woher? Das rauszufinden war nicht so einfach. Offenbar gibt es eine große Verwirrung, was die freikirchliche Landschaft betrifft. Und ja, es ist nicht so einfach. Für jeden Zuhörer einfach noch einmal, es gibt in Österreich 16 anerkannte Kirchen und es gibt aber auch 7 Bekenntnisgemeinschaften. Bei dem Cluster geht es um eine Bekenntnisgemeinschaft, ja, und wir als Freie Christengemeinde gehören zur der Freikirche in Österreich, was eine anerkannte Kirche ist. Diese Unterscheidung ist nicht so einfach, weder für Gesundheitsamt noch für die Journalisten, die sich leider auch oft wenig Zeit nehmen, Dinge zu notieren, und das ist frustrierend. Gibt es bei uns einen Fall? Anfangs nicht, wie wir geschrieben haben. Seit gestern weiß ich von einer Person, die sich in der Arbeit infiziert hat, die aber auch noch nie im Gottesdienst war. Wir werden es weiter gut beobachten und uns auch wirklich daran halten, wie wir weiter mit unseren Gottesdiensten machen. Aber jetzt lasst mir gesagt sein, egal ob Journalist, ja, egal ob ein neugieriger Christ oder je auch immer, wer sich das anschaut, wenn es um Namen geht, bitte vorher immer nachdenken. Ja? Nicht irgendwelche Überbegriffe verwenden, gerade wenn es auch dann um Anschuldigungen geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, um auch Ruhe zu bewahren. Denn nicht nur Covid-19 ist ansteckend, sondern Angst auch. Und die brauchen wir nicht zu haben. Gottes Segen.